Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute in einer ziemlich ungewohnten Umgebung. Ja, heute sind wir nicht in meinem Büro, sondern bei mir zu Hause. Heute werden wir nicht customizen, zu einem Teil unter Anführungszeichen, aber heute ist das erste Tutorial auf diesem Channel. Aber ich hätte mir nie gedacht, dass ich das sagen werde mal, aber ich zeige euch heute, wie man Schuhe bindet. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen behinderten Maschen oder so, sondern heute machen wir Barlacing, so heißt der Stil heute, den wir machen. Das Video ist so aufgebaut, dass du das gleich eins zu eins nachmachen kannst. Das heißt, wenn du deine Schuhe gleich so binden möchtest, hol sie her, hau sie auf den Tisch und wir fangen an. So, das ist jetzt der linke Schuh. Ich zeige euch jetzt auch so ein paar easy Tricks, wie ihr einfach die Schuhbeine abstimmen könnt. Und das erste ist mal, wir tun einfach von außen nach innen die Schuhbänder mal rein. Ja? Also hier nach innen ziehen an. Jetzt nehmen wir beide Schuhbänder, geben die so zusammen und ziehen so gemeinsam nach oben. So, damit ist es jetzt perfekt in der Mitte. Das drehen wir jetzt noch auf die Garen um. Nun nehmt ihr das Schuhband von der inneren Seite, überspringt ein Loch und schnürt und geht von innen nach außen im dritten Loch. So, und geht dann mit dem da hier rüber und geht von außen nach innen. Okay, jetzt schauen wir noch, dass das schön gerade ist hier. So, perfekt. Das äußere Schuhband kommt direkt hier beim ersten Loch gleich rein, von innen. Das heißt, man sieht es eigentlich gar nicht. Und mit dem Schuhband gehen wir jetzt auf die andere Seite rüber. Hier, von außen nach innen wieder. Jetzt sieht das Ganze dann so aus. So, das ist das Hauptpattern, das Hauptmuster, nachdem wir jetzt auch noch weiter nach oben gehen werden. Wir nehmen jetzt wieder die innere Seite, also das Schuhband der inneren Seite, gehen da unterhalb durch, unter dem Schuhband da, lassen ein Loch aus und gehen von innen nach außen beim nächsten dann, hier. Perfekt, das heißt, man sieht es nicht. Und jetzt gehen wir wieder gerade rüber und von außen nach innen. So, perfekt. Schuhband wieder richten und festziehen. Jetzt nehmen wir wieder das äußere Schuhband, gehen wieder ins nächste Loch hier hinein, von innen nach außen, damit man es nicht sieht. Und dann ebenfalls wieder gerade rüber. Und diesmal wieder von außen nach innen ziehen. Das könnt ihr mal ein bisschen anziehen, damit ihr seht, wie fest das ist. Für die letzten Löcher wieder, wir nehmen das Schuhband von unten, ziehen es hervor und nehmen wieder das übernächste. Ziehen von innen nach außen und dann wieder gerade hinüber. Und ziehen hier wieder gerade rüber. Und hier nehmen wir wieder jetzt das nächste Loch hier. Von innen nach außen natürlich und wieder gerade rüber. Wie hier. Perfekt. Jetzt, nachdem wir hier grundsätzlich mit dem fertig sind, mit dem Lacen, so sieht das dann aus, ziemlich geil finde ich, habt ihr nun ein paar Möglichkeiten. Entweder ihr nehmt jetzt die Schuhbänder her und macht einen Factory Knot, das heißt einen Factory Knopf, das heißt ihr nehmt beide so her, nehmt zwei Finger, wickelt beide Schuhbänder einmal um und um und könnt es hier durchfädeln dann, zwischen den zwei Fingern. Das war eine Möglichkeit und macht es dann zu. Und je nachdem, wie fest ihr das haben wollt, macht es halt an verschiedenen Positionen zu. Wenn der Schuh noch ein bisschen aufgehen soll, macht es ein bisschen weiter weg. Wenn er gar nicht mehr aufgehen soll, dann kürzer machen einfach. Dann, wenn ihr den Schuh euch angezogen habt, könnt ihr einfach das Schuhband unter die Zunge reingeben. Und fertig. So sieht dann der Schuh aus. Das wäre eine Möglichkeit. Oder, was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr einfach die Bänder dann da raushängen lasst. Die Methode finde ich auch sehr, sehr nice. Einfach hergehen und einmal dadurch fädeln und dann so raushängen lassen und einmal dadurch fädeln und raushängen lassen. So, und das gibt es dann Ganze wieder unter die Zunge rein und dann finde ich, hat das auch einen ziemlich nice Flair, wenn das Ganze dann wirklich so aussieht. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Schaut nicht so farblos wie der normale Schuh, finde ich, weil so trägt ihn ja einfach jeder. Hat nicht so viel Stil, ist jetzt nicht so, ja, man kann es besser stylen. Auf jeden Fall einer meiner Go-To-Lace-Ups. Holst den zweiten Schuh raus und dann können wir gleich mit dem zweiten Schuh loslegen. Da machen wir einmal
So, ich werde es den Anfang nicht nochmal wiederholen. Ich werde es nur nochmal kurz erklären. Einfach reinfädeln, hier nehmen und dann einfach nach oben ziehen und dann habt ihr es perfekt in der Mitte. Wie beim anderen Schuh, wir nehmen zuerst die innere Seite her wieder, fädeln einmal beim dritten Loch ein, von innen nach außen. Das heißt, wir lassen ein Loch frei hier. Das heißt, wir gehen dann direkt durch, von innen nach außen. Und dann gehen wir direkt zum dritten Loch auf die andere Seite rüber, von außen nach innen. Das heißt so, die äußere Seite, in dem Fall gehen wir direkt ins erste Loch, ins erste, von innen nach außen. Und nun wieder gehen wir von der einen Seite auf die andere Seite, mit dem gleichen Schuhband, von außen nach innen. Wieder das innere Schuhband nehmen hier, eins auslassen und wir gehen ins nächste rein, ja? Und wieder von innen nach außen. Auf die Vis-à-vis-Seite, von außen nach innen. Jetzt nehmen wir wieder das andere Schuhband und gehen direkt ins nächste Loch, von innen nach außen und ziehen hier hinüber. Gehen wir rüber, hier, von außen nach innen und ziehen. Und das innere Schuhband jetzt wieder, wir lassen ein Loch aus und gehen von innen nach außen und dann gerade rüber wieder, hier. Jetzt nehmen wir wieder das Schuhband der äußeren Seite, hier, und geben von innen nach außen und wieder gerade rüber. Und schon haben wir wieder unseren fertigen Schuh. Ihr könnt euch wieder entscheiden, was ihr machen wollt. Entweder macht ihr wieder einen Factory Knot, das heißt wieder zwei Finger nehmen, beide Bänder um und um und dann zwischen durch mit dem und dann einfach festziehen. Und je nachdem, wie fest ihr es haben wollt, weiter weg oder weiter innen. Den Knopf und das Schuhband unter die Zunge geben und wenn ihr wollt, könnt ihr noch die Schuhbänder raushängen lassen. Einmal hier ein bisschen und einmal noch auf der anderen Seite, damit das Ganze noch einen stylischen Touch kriegt. Wir sind fertig mit dem Barlacing. So sieht der Schuh nun aus. Ziemlich geil. Ich finde, es hat um einiges mehr Style als so ein normal gebundener Schuh. Ich werde jetzt die Schuhe noch anziehen und dann könnt ihr euch selber ein Bild machen, ob euch die Schuhe gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das neue Lace-Up gefällt. Ich finde es ziemlich geil, weil es gibt nicht viele Sachen, die man gleich bei einem Schuh ändern kann, ohne Kosten oder sonst irgendwas. Aber das ist eine Sache, die wirklich einfach geht und ich finde einen ziemlich coolen Effekt hat. Falls ihr mehr sehen wollt, so more behind the scenes und vielleicht auch schon Projekte im Vorhinein, dann schaut vorbei auf Instagram und auf TikTok @PeterDrazi. Dort werdet ihr komplett up to date sein. Ja, grüßt den Subscribe-Button von mir und klickt auf die Bell, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Würde mich wirklich freuen über ein Abo. Vielen Dank fürs Einschalten. Das nächste Video wird am Samstag kommen um 18 Uhr. Respect the Drip, Leute. Peace out. Respect the Drip, Karen.